Dieselskandal, Klimaschutz, rückläufige Produktion, Kurzarbeit, Stellenabbau. Meine Nachricht der Woche ist keine gute, denn die Stimmung in der oberfränkischen Metall- und Elektroindustrie ist so schlecht wie seit 10 Jahren nicht mehr. Besonders klagen die Automobilzulieferer, die Einbrüche von bis zu 16% verzeichnen. Und alles in allem beurteilen nahezu fast alle Unternehmen ihre Geschäftslage deutlich schlechter als noch im Sommer vergangenen Jahres. Und weil die Situation so angespannt ist, fordern die Arbeitgeber in der anstehenden Tarifrunde von der IG Metall eine deutliche Zurückhaltung. Meine Nachricht der Woche ist, dass es mit einem zweiten Gleis zwischen Kreidlitz und dem Bahnhof Coburg wohl erstmal nichts wird. Das wäre wichtig, wenn Coburg mal ein ICE-System halt werden will, denn dann würden so viele Züge fahren, dass es auf dem einen Gleis zu eng wird. Oberbürgermeister Norbert Tesma hat am Donnerstag im Stadtrat 2 Briefe vorgelesen, einen aus dem Bundesverkehrsministerium und einen aus dem Landesverkehrsministerium. Der Bundesverkehrsminister sagt, dass ein zweites Gleis nicht nötig ist, um die Ziele des Bahnverkehrsplans Deutsche Einheit zu erfüllen. Der Landesverkehrsminister findet die Idee zwar gut, macht aber keinen konkreten Vorschlag, wie sie zu verwirklichen wäre. Mein Thema der Woche ist Handlettering. Dabei geht es darum, dass junge Leute die Handschrift wiederentdecken und anstelle am Computer zu schreiben, handschriftlich Texte schreiben. Das kann dann ungefähr so ausschauen. Ich finde das faszinierend, weil man kennt so kalligraphische Bewegungen ja eigentlich eher aus dem asiatischen Raum oder aus dem Mittelalter in Europa. Aber tatsächlich finden junge Menschen daran wieder Gefallen. Für mich persönlich wäre das überhaupt nichts, weil so könnte ich das definitiv nicht machen.